Morgen miteinander. 5:30 Uhr. Das erste Licht vom neuen Tag. Die Vögel pfeifen. Heute geht es talwärts. Heim zur Mutti. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem allmorgendlichen Gang zur Scheisse. Da ist ein riesiger Ameisenhügel. Schauen wir mal, was uns erwartet. Da war ein Boiler. Der ist anscheinend durchgebrannt. Was ist das hier geschlossen? Übel! So ein Scheisshaus öffne ich. Es ist ziemlich luxuriös. Hat noch eine Dusche, jetzt nicht mehr mit ohne Boiler und eine Wasserspülung. Der Tag auf der Alp. Wir machen uns Abmarsch fertig. Der Rucksack ist relativ ist jetzt klein geworden. Gell, mit dem güldenen Haar sind so wot, der Jäger ist immer noch prall voll. Ihr bist nicht viel weniger geworden. Mal weiter so. Los geht's. Ah. Habe ich gemeint, das sei so leicht und leer. Ist jetzt nicht so cool gewesen, aber jetzt gehen wir. Ciao zusammen! Gehör mit dem güldenen Aal kommt vielleicht dann auch. So, also. Was? Ich filme. Gehen wir wieder durch ab. Da haben wir den schönen Merliwald und dann. Dort die steile Quere, die wunderschönen Geisterbäume mit diesen Flechten. Und nochmal so eine Durchquerungsszene, wie es da so schön ist. Vor all die flechtenbehangenen Bäume. Wirklich eine Perlilandschaft, total andere Tessin, als man kennt. Also der Mecker laufen zu das magische Tor. Das ist Grenze zu. Irgendetwas so flüsst mich. Das reicht ja untouren. Das Gell mit dem güldenen Haar steht auch im magischen Tor. Was spürst du? Also dann ist es nichts. Hier unten verlassen wir das Tal. Jetzt geht es wieder in die Quere. Wieder ins ursprüngliche Tal, wo wir angefangen haben, mit der güldenen Haratatoline entdeckt. Ich muss sagen, es ist eine gröbere Sache. Die ist sicher 15-20 Meter tief. Da kannst du überall absacken. Ja, da. Sind wir schon wieder im Haupttal vorne. Es ist schon wieder ziemlich windig. Schau mal. Aber schön. Schön, schön, schön. Ja, da unten ist Zivilisation. Etwas über einen Kilometer. So halbwegs gerettet. Das ist schon die erste Zivilisation, so Ferienhäusle. Und wir haben immer noch ein paar hundert Höhenmeter. Weiter geht's. Das Girl mit dem güldenen Haar steht vor einem gewaltigen Höhlensystem in einem Baum. Sie sucht Fledermäuse. Schaut mal euch das Mega-Ding da unten an. Hurenbaum. Ja, wir sind schon bald wieder im Tal unten. Das ist so eine Sonnenterrasse mit Ferienhäuschen. Die Sonne ist nochmal vorgekommen. Aber heute Abend soll es regnen kommen. So liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. 3 Tage Tessin, nur knapp überlebt. Es war eine super Tour gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Girl mit dem güldenen Haar war auch dabei gewesen. Wie hast du es gefunden? Ja, es war super gewesen. Tessin ist einfach immer schön. Man kann gut abschalten. Die Bälle sind wirklich wunderschön. Ciao zusammen!